Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Euro Truck Simulator 2. Wir spielen noch in Version 1.5.2, es gibt schon 1.6. Allerdings muss ich da noch mit meinem Mod-Experten, ihr wisst alle, wer das ist, drüber sprechen, welche Mods jetzt im Endeffekt wirklich funktionieren und welche nicht. Ja, und deswegen fahren wir jetzt nochmal die alte Version. Und ich glaube, es hat sich auch jetzt nicht so viel getan, also dass sich auszahlen wird, dass ich jetzt sofort auf die neue Version wechsle. So, wo kann ich irgendwo schlafen eigentlich? Weil das wäre jetzt langsam nicht einmal so eine schlechte Idee. Ja super, dann muss ich ihn auf die andere Seite rüberfahren. Na gut, wir gehen einmal pennen. Da drüben ist glaube ich auch der Händler oder eine... Zumindest eine... Na, wie heißt's? Sagt's was. Glaubt ihr, ich komme jetzt auf den Namen? Arbeitsagentur. Das habe ich gesucht. Also ich weiß nur so viel, dass die aktuelle TSM-Map funktioniert weiterhin mit dem neuen Patch. Na, fahr mit dem komischen Xuf. Er tragt sein Auto um die Kurve, das gefällt mir nicht. Ja, ich nehme heute am Samstag auf, nur mehr ein paar Stunden bis zur Leitstellenfahrt in Omsi. Ich bin schon echt gespannt drauf. Freue mich schon riesig. Ich hoffe, dass das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Deswegen werde ich bei Omsi auch in nächster Zeit nicht, also die nächsten Folgen, nicht auf Wünsche eingehen können, weil die nächsten Folgen werden die Leitstellenfahrt sein. Also eure Wünsche, die kommen natürlich. Allerdings bitte ich um wenig Geduld. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es mit der Leitstellenfahrt mache. Vielleicht schalte ich die alle in einer Woche frei. Ich weiß noch nicht mehr, wie viele Videos es im Endeffekt sein werden. Die ganze Leitstellenfahrt soll nämlich maximal 3 Stunden lang dauern. Was ich jetzt so mitgekriegt habe, muss man die Standzeiten, die man hat am Ende der Tour, also wenn man jetzt an der Endhaltestelle ankommt und man hat 10 Minuten Pause, dann muss man diese 10 Minuten noch abstehen. Aber natürlich werde ich das Ganze nicht aufnehmen, weil ich glaube, ihr wollt nicht sehen, wie ich 10 Minuten herumstehe. Nee, das werde ich dann, da werde ich dann einfach die Aufnahme mal kurz beenden. Und ja, danach, wenn die Fahrt weitergeht, auch weiter aufnehmen. Also, muss er noch weiter. Hoppala. Das war eine zu früh. Na, fahr mit deinem T-Modell. Gut, dann werden wir mal reparieren gehen. Ich schau mal, ob es einen stärkeren Motor gibt. Ich glaube zwar nicht. Aber man weiß ja nie. Schauen wir mal. Aufrüsten. Na gut, Wartung. Gehen wir zuerst. Wartung. Aufrüstung. Motörchen, na, haben wir den stärksten. 360 PS, ne? Kein Wunder, dass da nichts weitergeht. Na gut. Ja, mein Lenkrad werdet ihr jetzt durch das neue Mikrofon natürlich auch lauter hören, aber das kann ich allerdings leider absolut nicht ändern. Bevor jemand fragt, es ist noch immer das Logitech Driving Force GT. Gut, dann schlafen wir mal eine Runde. Will ich in der Nacht fahren? Na, schauen wir mal, was es für Aufträge gibt. Wenn nicht, dann schlafen wir noch eine Runde.
Auftragsangebot. Wir stehen im Brünn, glaube ich. Kann das sein? Aber wieso kann man diese Map nicht zoomen? Was haben wir denn da? Kranteile Heavy. Vom Brünn nach Graz. Schaut doch interessant aus, oder? 10.000 Euro. Ich würde sagen, das fahren wir, oder? Das sind 327 Kilometer und das ist eh nicht so viel. Schauen wir mal, wo wir abholen müssen. Okay, 50 Kilometer in der freien Fahrt. Na bitte. Fahren wir da ein bisschen spazieren. Ja Leute, heute ist der 19.10. schon. Es ist nicht mehr lang bis Weihnachten, ehrlich gesagt. Die Zeit vergeht so rasend schnell. Nur mehr, naja, ein bisschen mehr als 2 Monate noch. Dann haben wir schon wieder Weihnachten. Dann ist auch das Jahr schon wieder vorbei. Muss ja sagen, es war ein sehr ereignisreiches Jahr. Ich meine, ich möchte jetzt noch keinen Jahresrückblick machen, das machen wir dann im Dezember. Aber ja, mich würde interessieren, wie es bei euch zu Weihnachten ausschaut. Ob ihr euch schon was gewünscht habt oder was ihr euch wünscht, ob ihr euch vielleicht eine neue Konsole wünscht, eine Xbox One oder PlayStation 4 oder eine Wii U. Wobei letzteres glaube ich ja nicht. Ja, ich für meinen Teil, ich glaube, ich bin aus dem Alter ziemlich heraus, dass ich mir irgendwas wünsche. Das Einzige, was ich mir wünsche, ist eine neue Wohnung, aber ich glaube, das kann man keiner zu Weihnachten schenken. Aber so ist es halt. Umso älter man wird, umso weniger Geschenke kriegt man. Das waren noch Zeiten, wie man jung war, wie man ein Kind war und der Weihnachtsbaum schön geschmückt in der Wohnung stand. Und ja, ein Haufen Geschenke drunter lagen. Ja, Spielzeit halt nicht mehr. Muss man alles selber kaufen. Aber mich stört das auch nicht. Ich weiß eh nicht, was ich mir wünschen soll. Ehrlich gesagt, weil das, was ich haben will, kaufe ich mir eh selber. Ob das jetzt ein Spiel ist, ob das jetzt irgendwie ein Mikrofon ist um 300 Euro, das kaufe ich mir ja alles selber. Ich sage jetzt nicht, ich muss das wieder beim Dingsbums, beim... Anscheinend muss ich es bei diesem Bergwerk abholen, oder ist das die... Naja, wir werden sehen. Ich habe keine Rundumleuchten am Fahrzeug. Oh je. Aber es ist eine neue Fracht, die wir noch nicht kennen. Scheinbar aus dem dritten Schwerlastpack. Na okay, das schaut doch nicht wie das Bergwerk aus. Das ist scheinbar nur ein normaler Hof. Gott sei Dank. Ich habe gedacht, ich muss ihn wieder mit ungefähr 2 km/h rausziehen. Bis Licht auftritt. Jetzt habe ich es auftritt. Ups. Ich habe nur einmal gedrückt. Ah, der Bauernhof. Und da steht schon unser Trailer. Sehr schön. Ja, viel mehr gibt es da eh nicht. Nicht wundern, wenn das Lenkrad nach dem Menüwechsel auf einmal so sprunghaft in eine Richtung zeigt. Das liegt daran, dass ich schon vor Verlassen des Menüs... Ist das ein Klaas Dominator 85 da hinten? Schaut so aus, gell? Schau mal an. Das will ich jetzt wissen. Naja, man könnte es meinen, das ist eine, schaut ihm zumindest ziemlich ähnlich.
Da hat Trailer eine. Nein, Trailer hat keine Rundumleuchte. Na, dann fahren wir halt ohne. Jetzt interessiert mich aber, wie schaut denn das Ding eigentlich aus? Ich würde sagen, der ist nur eine Spur länger als alle anderen. Er ist nicht breiter, nicht höher. Hat halt hinten 5 Achsen statt 3. Ja, wenn es sonst nichts ist. Ich hoffe halt, dass das meiste Autobahn ist. Arschlauch. Haben wir jetzt Schaden? 6%, danke. Und 1% an der Ladung. Na, das ist. Da fängt die Fahrt ja gleich sehr toll an, also das macht echt Spaß. Gut, dass wir erst den Truck repariert haben. Hätten wir uns eigentlich auch sparen können. Habe ich mich ein bisschen verkalkuliert beim Abbiegen. Mein Gott. So, wie schnell fahren wir da rauf? 10, 20? Na, 20 schaffen wir. Ja, im neuen Patch soll ja auch die Automatik verbessert worden sein. War auch dringend nötig. 7 km/h. 5. Wie viel wiegt denn das drum? 34 Tonnen, okay, jetzt wundert mich nichts mehr. Hätte ich mir vielleicht vorher anschauen sollen, wie viel das Ding wiegt. Ja, mit 30 fahren wir gleich auf der Autobahn. Wahnsinn. Ein Wahnsinn ist das, ich sag's euch. Aber anscheinend haben's beim neuen Patch auch wieder was verändert, was ich so mitgekriegt habe an der Innenanzeige. Deswegen funktionieren jetzt wieder scheinbar irgendwelche die Display-Mods nicht mehr. Ich verstehe nicht, warum solche Sachen so spät noch ändern. Und damit eigentlich alle Mods, die daran irgendwas verändern, ja, aussperren, quasi, dass sie mal funktionieren. Das geht mir irgendwie nicht ein. Wow, es geht bergab, wir nehmen Fahrt auf. 80 immerhin schon. Naja, noch nicht ganz. Und zumindest braucht man bei dem Trail jetzt auf der Autobahn nicht aufpassen, ob er irgendwie übersteht auf der Seite. Zu breit ist er ja nicht, er ist nur länger und verdammt schwer. Oh, ich muss da runter. Aha. Geht aber locker. Da ist halt die andere Spur. Als LKW fährt man meistens rechts. 80, ja, da bin ich noch weit entfernt davon.
Vielleicht schafft man sogar die Ampel da vorne, wenn es dann mal auf grün schaltet. Wäre natürlich edelgeil, wenn die jetzt umschalten wird. Danke, ganz lieb. Weil ich möchte nicht mehr bremsen. Also mit so einer Ladung sollte man versuchen, zumindest vorausschauend zu fahren. Na toll. Fahr, 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 fahr! Ist hier natürlich nicht ausgegangen. Warum biegt er auch da ab mit seinem blöden LKW? Naja, weiter geht's Richtung Graz war das, glaube ich. Die Nummer 270 Kilometer, die haben wir ja in Kürze abgefrühstückt. Gut, wenn wir 30 fahren oder 40, dann nicht. Aber ich hoffe doch, dass wir noch ein bisschen schneller werden. Aber ich finde es interessant, wie sich mein Kanal entwickelt. Mittlerweile schon über 1700 Abonnenten. Ich glaube 1714 oder so. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau. Das ist Wahnsinn. Wir kommen den 2000 immer näher. Vielleicht schaffe ich es ja noch dieses Jahr. Zwei Monate, 300 Abos. Ich weiß nicht. Mal schauen. Lass uns überraschen. Na gut, mit der Ladung brauche ich wohl nicht überholen. Ich sag's euch. 50 auf der Landstraße, das ist doch herrlich. Gibt nichts Schöneres, Entspannenderes. Ja, wie ihr schon vielleicht gesehen habt, es gibt jetzt in letzter Zeit ein paar mehr Landwirtschaftssimulator-Videos. Neben dem Together mit dem Darcy, das natürlich weitergeht, dass ich auch noch mit ihm aufnehmen muss. Ich hoffe, dass er dann später noch online ist, beziehungsweise dass wir morgen dazukommen. Wobei später werde ich keine Zeit haben. Also eher morgen. Und ja, dann müssen wir wieder zwei Folgen aufnehmen oder mehr. Weil sonst schaut schlecht aus für nächste Woche. Ja, unter der Woche, wie ihr wisst, kann ich nicht aufnehmen eigentlich. Da kann ich nur so spontane Sachen auch nehmen, wie das Multiplayer-Video. Weil mich da einfach am Abend gerne mal hinsetze und gerne mal auf einen Server gehe und mit den Leuten dort zusammenspiele. Ich muss sagen, dass ich eine super Truppe zusammengefunden. Macht einfach Spaß, also da gibt's nichts. Ja, ich weiß, ich fahre ein bisschen dicht auf, aber ich möchte jetzt auch nicht unbedingt bremsen, weil mit 34 Tonnen, ich bin froh, dass sich die mal bewegen. Ich stehe voll am Gas und ja. Irgendwie tut sie nichts. Wir brauchen echt einen stärkeren Motor. Das nächste Mal sollte ich mal anschauen, wie schwer die Fracht ist, bevor ich sie annehme. Ja, dann erspare ich mir solche Überraschungen, dass das Ding auf einmal 34 Tonnen hat.
Ja, nun gut, Leute, ich würde sagen, wir lassen es gut sein für die heutige Folge. Wir fahren dann den Rest in der nächsten Folge. Ich sage mal, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.